Und damit recht herzlich willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu Shadow of the Tomb Raider bei Trend17TV. Euer T für euch am Mic. So. Und hier geht's weiter in dem spannenden Abenteuer mit Jonah und Lara. Das letzte Mal haben wir ja hier einen fiesen Tiger töten müssen. Ja, wir haben wieder ein bisschen umgestylt hier. Die Lara, die soll ja auch nicht so schwitzen, deswegen habe ich ja wieder ein bisschen was Kurzes angezogen, habe aber jetzt die neue Lara genommen. Oh, hier ist noch was. Moment. Die wurde jetzt freigeschaltet. So, gehen wir hier mal rüber. Da können wir uns vorüber schwingen. Oder auch nicht. Was haben wir hier? Waren wir hier nicht schon mal? Das ist doch wieder unser Dingsen hier, unser Flugzeug. Unsere Absturzstelle ist das doch wieder. Jonah, wo bist du denn? Ey, sag mal, was geht's noch oder was? Blöde Viecher. Wo ist Jonah denn jetzt? Okay, gehen wir hier mal rüber. Der hat sich hier schon wieder vom Acker gemacht. Da kommen wir nicht hoch. Hä? Wo ist denn Jonah jetzt? Ich hab mich verlaufen im Wald. Hier kann man sich schon mal verlaufen. Bin ich schon wieder hier? Bin ich hier überhaupt richtig? So, auf jeden Fall haben wir noch ein bisschen was aufgesammelt hier. Wir müssen hier irgendwie lang, scheinbar. Da ist er! Ja, der verpieselt sich einfach. Das kann ja auch nicht angehen. Wenigstens haben wir noch ein bisschen Gesundheit gesammelt. Eine Wanderspinne.
schätze mal darüber, ne? Hä? Wieso springt sie da denn nicht rüber? Sie springt da nicht rüber. Nochmal. Ja, siehste, geht doch. Kiste. Und da kommen wir rein, scheinbar. Archivarkarte. Da müssen wir hin. So. Nehmen wir auch gleich mit. Für Pfeil und Bogen. Da ist eine Straße. Die sehen wir uns an. Was ist los? Scheiße, Trinity. Runter. Verdammt. Truck steckt fest. Die machen auch nur Mist, die Trinity-Jungs hier. Los, mir nach. Woher soll ich das denn wissen? Was machst du da? Zurück, verstecken. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf eine verfaulte Brücke gefahren. Anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete. Aber jeder halt die Augen auf. Ich mach schon. Hier abstellen. Es darf niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Eins mit dem Schlamm. Da hat John hat sich den anderen Typen gekrallt. Okay. Weiter geht's. Wann wurde das Ding zum letzten Mal gewartet? Überall Rost. Lass dich nicht ablenken, Mendes. Wonach suchen wir hier? Nach allem, was sich bewegt. Und was sich nicht bewegt. Haben Sie die Reliquie immer noch nicht? Ich würde sie zu gern finden. Ich nicht. Warum nicht? Du wärst ein Held. Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Nein, danke. Da halte ich lieber nach Feinden. Einmal rüber. Oh oh. Das war, glaube ich, nicht so gut. Jemand sollte mal nachsehen. Ich mach schon. Hier abstellen. Durchkommen. Das war auf jeden Fall nicht so gut. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Okay. Rübergehen. Guckt er hierher? Ach Mensch, die sehen mich schon wieder. Das gibt's doch nicht. Ah, okay, okay. Ja, alles klar. Keine Fragen, gleich wegpusten hier. Ich mach schon. Okay. Hier abstellen. Es darf niemand durchkommen. Riegelt okay. Den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann also hier wir es auch. Definitiv können wir nicht rübergehen. Wir looten den aber nochmal eben. Wann wurde das Ding zum letzten Mal gewartet? Überall Rost. Lass dich nicht ablenken, Mendes. Wonach suchen wir hier? Nach allem, was sich bewegt. Und was sich nicht. Ach, wir können hier durch. Hier immer noch nicht. Ich würde sie zu gern finden. Nicht. Alles nicht? Klar. Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Nein, danke. Da halte ich lieber nach Feinden Zack. Ausschau. Weniger reden, mehr aufpassen, meine Herren. Steht sofort auf. Ja, Sir. Lara, alles klar. Er ist weg. Ist ruhig. Was macht dein Team gerade? Ich sehe nach. Wir zahlen nicht für Sightseeing. Ja, komm her. Ja. Wir kennen den oh oh. Jetzt suchen wir kleinere Ruinen, Warte. Die wir bisher übersehen haben.
Okay. Da drin ist alles verklemmt. Ich fürchte, wenn wir ihn bewegen, war es das. Wir werden die Brücke verstärken müssen. Wir müssten das Ganze irgendwie abschließen. Hast du die Brücke nicht überprüft? Oh, wir haben die Brücke bestimmt vorher überprüft. Leck mich. Ich stehe nicht völlig gerade. Wir könnten ihn rausziehen. Okay, vielleicht. Lass mich mal nachdenken. Die schaffen wir. Also gut. Schaffen wir, komm. Du den rechten, nicht den linken. Du gehst nach links. Die übernehme ich. Versteck dich. Dave? Sammy? Typen, Sie sollten zuerst die Brücke prüfen. Wo sind Sie denn? Hey, Dave? Sammy? Ah, der ist nicht dicht genug. Der geht weg. Rein, rein, rein. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Schönes Gebüsch. Jawohl, hier durchschleichen. Wo sind die? Hier ist noch eine Kiste. Alles klar. Sauber. Maschinengewehr haben wir jetzt auch. Oh nein, das kannst du dir abschminken. Jonah, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Bist du okay? Ja, nimm das. Hoffentlich waren das die letzten. Ich glaube nicht. Das war knapp. Ja. Wie kommen die hierher? Boah, eine coole neue Wumme erhalten, ja? Die Zivilisation nicht mehr erhofft hatte. Mein Arm juckt total. Das heißt, er verheilt. Ich glaube, es war besser, als er verletzt war. Oh, ich weiß. Ich will gar nicht an meinen Rücken denken. Weißt du, meine Großmutter hat in den 60ern einen Tsunami überlebt. Was ist passiert? Sie hat Freunde verloren, ihre Familie das Geschäft. Aber danach konnte sie Dinge vorhersehen. Vulkanausbrüche, Stürme und andere Dinge. Feuerpfeile herstellen. Na, ob das geht? Mit R1, doch, Moment. Mal gucken. Das war's. Ah. Noch ein. 3. Sehr nice. Werden wir bestimmt gleich brauchen. Da, brennbare Feuerpfeile. Da ist noch Öl. Hä? Wieso schießt die denn nicht? Aha. Ist ein bisschen anders als in dem Vorteil. Komm schon, gehen wir. In dem Teil davor. Eine Idee, was die Zwillinge sein könnten? Das kann alles sein. Zwei Denkmäler. Kawakyaku. Flüsse. Ich
nehme an, wenn wir es sehen, wissen wir es. Ja. Oh, wir sind wieder in der Zivilisation. Nice. Sind Leute. Hoffentlich freundlich. Du übernimmst das Reden. Hi. Weißt du, wo wir in der Nähe die Nacht verbringen könnten? Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Vor euch waren schon ein paar Leute hier. Die haben nach Ruinen gesucht. Gehört ihr zu denen? Trinity. Definitiv nicht. Ach, ich brauche eh eine Pause. Kommt mit. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Ach übrigens, ich bin Jonah. Abby. Lara. Kommt rein, setzt euch. Carlos, drei. Also, was genau wollt ihr denn hier? Tja, wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollten. Mit dem Flugzeug? Ja. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Naja, wir sind ziemlich tief geflogen. Wir sind auf der Suche nach Maya-Ruinen. Maya. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid? Ja. Ja, lange Geschichte. Ah, schönes frisches Bierchen. Tja. Genau das Richtige. Sieht unbedingt wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäologin. Ich bin nur der Koch. Ach, echt? Ja. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität? Nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Naja. Wo habt ihr das her? Mexiko. Mhm. Wieso? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Wo? Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Aber klar, doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Tja, genau, lernen Sie mal ein bisschen näher kennen. Ich hab dir einen freien Tag versprochen. Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne. Viel Spaß. Ja auch. Kleines Techtelmechtel. Wo die Zwillinge sich finden. So, meine Lieben. Wir machen jetzt auch erstmal eine kleine Siesta und ruhen uns ein wenig aus und sehen uns dann ganz entspannt und gefliegt in der nächsten Folge wieder. Und ich bedanke mich bei euch wie immer fürs freundliche Zuschauen. Mit diesen Bildern verlasse ich euch und bis zum nächsten Mal. Vergesst die Bewertung nicht, lasst ein Abo da und vergesst die Glocke nicht. Haut rein, ciao, ciao, bleibt gesund und munter. Adios.